So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mind Colonies Schönbau- und Rollenspielprojekt. Ja, wir sind gerade hier reingejoint, wieder in die Singleplayer-Welt. Ja, okay, joinen ist es nicht, aber wir haben direkt weitergemacht nach dem nächsten Part. Und also ich habe eine Pause gemacht. Ihr habt wahrscheinlich ja auch eine Pause gemacht natürlich. Und ja, da sieht man auch, das Backup wurde erstellt. Das ist auch ein extra Mod wahrscheinlich, der das macht. Oder es ist bei TMC so. Jo, wir haben im letzten Part ein bisschen zugeschaut, wie er einfach den Untergrund hier so gemacht hat mit den Bäumen. Ja, und ein Hügel war ja schon. Und jetzt wird das Gebäude hier drauf gebaut. Ziemlich geil und schön. Und die Pferde sind irgendwie wieder da. Ja, wir setzen manchmal ein paar Tiere und ja, wir machen ja das meiste mit einem Kreativmodus wegen Schönbau und damit es schneller geht. Und jo, wir haben hier Strohballen. Wieso haben wir Strohballen hier drin? Ja, okay, das. Wieso habe ich Strohballen gebraucht? Keine Ahnung, wieso. Ist wahrscheinlich noch vor dem letzten Part gewesen, irgendwann mal. Vielleicht wollte ich irgendwas nachschauen oder so. Könnte sein. Ah, jetzt platziert er wieder einen Block hier. Von hier oben. Oh, kannst du aber gut. Jo, genau. Was ist jetzt hier? Ah nein, das ist nur ein Stein. Ich dachte schon, es wäre etwas drin gewesen aus dem Augenwinkel. Genau. Jo. Wir haben ja die Städte hier schon mal ein bisschen geplant, wo sie hinkommen. Und ich denke, ja, wenn wir da mal eine Pause machen, weil ich zum Beispiel das Haupthaus höher setzen muss und so Sachen oder Wohnhäuser mache und ein bisschen langweilig ist, mache ich einfach eine andere Stadt, damit ich da nicht eine Pause machen muss bei der Aufnahme. Und jo, ich denke, wir beginnen eigentlich mit dem Baumhaus. Dschungelbaumhaus, also mit der Baumhausstadt. Und ja, Japan kommt sicher bald auch mal. Haben wir angefangen im Januar im anderen Projekt. Mein Kolonies, irgendwas mit den Menschen und also der Menschen. Und genau, das ist die Inka-Schnee, also die Stadt hier. Und sonst haben wir noch keine. Jo. Japan wird sicher cool im Kirschblütenbiom. Und auch das Baumhaus wird sicher cool. Jo, können wir so schnell wie möglich dann anfangen. So, jetzt ist der Bauarbeiter, aber nicht. Doch, er ist noch hier oben. Aber er könnte ja hier noch. Oh, ja, ja. Nicht, dass er da irgendwie nicht mehr runterkommt. Was war das? Ah, gut, dann geht er wieder. Wo ist er jetzt hin? Hat sich wieder teleportiert hierhin. Okay. Aha. Genau, jetzt macht er hier. Jo. Sehr interessant. Man weiß manchmal nicht, was geschieht. Aber man sieht es immer wieder gut. Jo. Jetzt muss er doch nochmals Erde draufsetzen, obwohl er hier alles abgebaut hat. Okay. Interesting. Aber das sind natürlich Scripts, der Block muss da und dann wird es einfach pro Meter ja, fertig gebaut und dann eins höher. Und so wird alles schichtweise, schön schichtweise gebaut. Aha. Jo, der Baum wird aber hoffentlich auch noch ein paar Blätter bekommen dort. Und hier ist scheinbar auch noch ein Baum dann. Mal gucken. Ja, jetzt ist halt einfach nicht gerade so viel los. Also er baut halt schon ziemlich langsam noch. Wir werden aber die Bauhütte so schnell wie möglich upgraden immer. Ja, ich denke sogar noch vor den Wohnhäusern. Aber wir brauchen einfach die Rohstoffe. Also wir brauchen sie nicht, wir sind ja im Creative-Modus. Aber ich finde, die meisten Sachen sollte er dann wirklich selbstständig machen können. Von diesen Rohstoffsgebäuden wie Forsthütte und ja, der Steinbruch, glaube ich, oder wie das heißt.
Genau, können wir mal kurz schauen, wie das Gebäude hier heißt, ob es Mine heißt oder so. Oder Steinbruch, aber ich sehe jetzt gerade nicht, wo es ist. Hier. Irgendwo hier. Da hinten dran, glaube ich, war es. Fragezeichen. Ja, hier drinnen. Ganz versteckt. Bergwerk heißt es. Ja, klar, gibt es ja auch noch. Also, die Mine ist ja eigentlich ein Bergwerk. Aber das ist ein altes Wort, das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Bergwerk. Für mich ist es keine Werkstatt oder kein Berg. Okay, es ist in einem Berg vielleicht, aber eher im Boden oder so. Für mich nicht so ein Wort, was ich täglich gebrauchen muss. Jo. Das gute alte Bergwerk. Das andere ist dann das Feuerwerk oder was? Ja. Gut. Jo, jetzt gerade noch nicht so am Gebäude, aber der Boden ist sehr schön so. Gefliest, Cobblestone und Cleanstone. Ah, naja. Ist doch ein bisschen spannend noch, aber jetzt ist gerade Nacht, jetzt schlafen wir kurz. Ja, es dauert trotzdem, obwohl wir im Kreativmodus sind. Wir machen sicher auch Survival noch ab und zu. Für irgendwelche anderen Sachen, aber wenn wir zwischendurch halt einfach wollen oder in einem Livestream, irgendwie so. Aber ja, es ist ein Zeigeprojekt und ein Schönbauprojekt und das kann ich halt nicht gut machen, wenn ich die Materialien die ganze Zeit suchen muss. Das ist schon auf meinem Rollenspielserver, also nicht Rollenspielserver, aber einfach Vanilla-Server, halt schon aufwendig. Und da bin ich auch froh, dass ich wenigstens in einer Welt ein bisschen kreativ bauen kann. Was ich jetzt momentan durch die Krankheit, die jetzt gerade momentan sehr schlimm ist, nicht leider nicht gut machen, beginnen kann. Ich habe auch schon genug Projekte und ich kann halt nicht livestreamen. Und wenn ich nicht livestreame, dann habe ich wie zu wenig Zeit und Kontinuität zum Dranbleiben. Ja, mit dieser Nervenkrankheit, die einem sehr viel Stress bedeutet, immer wieder. Es ist immer sehr schwer, da ja, etwas gut einzuplanen und zu machen. Sonst hat man dann einfach wieder Probleme mit den Nerven. Es ist eine Art wie eine Lähmung oder auch eine Verkrampfung, die dann einfach vorherrscht. Und da muss ich halt einfach manchmal sagen, jetzt geht's nicht. Jetzt mache ich erstmal Pause, damit ich mich wieder ein bisschen beruhige. Also die Nerven sozusagen wieder weniger stressen, weniger krampfen und lähmen. Also nicht mehr existieren. Also der Schmerz existiert dann nicht mehr, weil die einfach überarbeitet sind. Und das Beste, was ich dann eigentlich machen kann, ist kurz ausruhen und dafür die Muskeln dann umso mehr anstrengen, damit sie wieder sich gut regenerieren können oder so. Es hilft einfach immer wieder, beides zu machen. Mich auszuruhen und mich aktiv zu verhalten. Damit, also, ja, ich kann natürlich nach einem Anfall oder so nicht direkt Sport machen oder so. Mich gut bewegen. Da bin ich froh, dass ich wenigstens ein bisschen am PC bleiben kann, mich ablenken kann. Oder dann direkt ins Bett hüpfen muss oder ja. Irgendwo mich aufs Sofa setzen muss und irgendwas machen, damit es einfach dann wieder regeneriert. Und das ist meistens dann, wenn halt viele Leute irgendwie anstrengend sind oder so, kann ja in einem Livestream auch vorkommen. So, wenn ich jetzt aufnehme, dann habe ich ja eigentlich keine Menschen um mir. Also da muss ich jetzt nicht auf Kommentare antworten oder irgendwie jemand aushalten. Und ja, es ist ja kein Online-Spiel jetzt gerade. Und dann geht es mir trotzdem dann bald wieder besser. Es geht meistens schnell. Aber meistens geht es ungefähr 2 Stunden, bis es wirklich auftritt. Und da habe ich immer ein bisschen Angst, wie viel halte ich aus und wie schlimm wird es dann auch sein nach 2 Stunden meistens oder so. Und deshalb, ja, kann ich nicht so lange und viel livestreamen. Dass es meistens dort auch wirklich auftreten kann. Und das ist halt das Problem. Also das,
Ich wage es wie nicht immer zu livestreamen oder auch schwierige Spiele zu spielen. Der Stress kommt dann auch immer wieder. Mama, jetzt ist alles wieder verschwunden. Ich mag diesen Bug nicht. Also er ersetzt irgendwie, ja, die Blöcke, die wie falsch, und durch den Schnelligkeitsmod von dem Blattabbau ploppen sie dann alle wieder weg. Aber gut, die Bäume sehen eigentlich so gut aus. Es fehlt natürlich an Blätter auf der Seite oder so. Aber ja, das ist groß genug. Also wir könnten hier nochmal so ein paar Blöcke hinsetzen. Weil wenn wir sie, glaube ich, selber hinsetzen, dann ploppen sie nicht weg. Ich weiß das gar nicht. Ich habe nie so viel im Kreativmodus oder im Server-Modus Blattblöcke gesetzt. Jetzt macht er da drüben irgendwas. Da am Boden nochmal. Ich glaube, ich habe das gesehen. Manchmal setzt er Blöcke, die man gar nicht sieht, wo die sind. Merkwürdig. Aber ich freue mich natürlich über jeden, der auch ein bisschen Aktivität zeigt. Aber meistens, ja, sollten sie halt nicht so extrem aktiv sein. Also auffällig, verhaltensauffällig sein oder so. Das ist das Beste. Und deshalb habe ich, ja, meistens wirklich Kollegen, die es wirklich kennen und sich auch verhalten. Hier oben. Das haben wir gar nicht gesehen. War im schwarzen Winkel, also im toten Winkel. Also es wird doch ein Haus gebaut. Ich habe gedacht, es wird noch klein sein. Aber wird das auch weiter hochgehen jetzt? Also wird es einfach so... Sieht schon fertig aus eigentlich. Aber es wird wahrscheinlich irgendwie so ein Holzdach dann kommen. Und hier drüben kommt dann wirklich nichts. Wo war der jetzt? Ja, man sieht ja der Forscher, also man sieht keine Forscher, wie es wird. Und das tut mich immer so ein bisschen motivieren, einfach zu schauen, was genau er macht. Also jetzt gerade macht er irgendwie gar nichts. Ist auch ein bisschen blöd in einer Position. Okay, jetzt macht er hier wieder. Aha. Dort drüben macht er auch noch ein paar Steine hin. Also eben, es liegt ein bisschen an diesem Mein Colonies Mod, dass ich halt einfach nicht so viel machen kann, wenn er baut. Ich möchte das euch schon zeigen, oder? Aber es ist halt ein bisschen langweilig. Also es ist halt nicht so viel los. Und dann bin ich eigentlich immer froh, wenn ich auch etwas ein bisschen erzählen kann oder so, was vielleicht nicht jedem interessiert, aber damit es die motiviert, die natürlich auch gerne zuschauen. Oh, hier haben wir Half-Steps. Steinstufen. Schön, schön, schön. Ich dachte, ich hätte gar keine Steinstufen reintun müssen. Doch, glaub schon. Ja, ja, ganz sicher. Aber es sieht so aus, als würde es wieder nichts. Da unten ist auch ein... Okay, der gehört zu der Wurzel sozusagen. Ja, sehr interessant jetzt gerade die Bauarbeiten. Man sieht sie nicht. Aha, er setzt dort wieder ein paar Blöcke. Gut. Ich glaube, da passiert jetzt nicht mehr so viel, wenn er hier baut, aber hier drüben nicht. Müssen wir halt noch eine Stufe. Also ich werde jetzt dann, sagen wir nach den Wohnhäusern, wenn wir mal zwei machen, weil es vier Leute sind. Eine hier und eine vielleicht, ja, dort vorne dann. Oder dort drüben eher, neben dem Stein, neben dem Bergwerk. Und ja, dann einfach tue ich hier überall, wollt ihr die benutzen? Ich denke Erde oder unten einfach Stein hin und dann oben Erde. Und dann werde ich
Was haben wir gesagt? 13 Meter oder 17 Meter, glaube ich. Dann weiter hochsetzen. Den Tisch. Also einen neuen Tisch führen. Gut. Aber jetzt hat er wieder Probleme. Nein, er hat ein gelbes. Er baut jetzt gerade immer noch weiter, aber ich weiß nicht, wo. Ja, der Mod ist wirklich wunderbar gemacht, aber er hat einfach seine Tücken. Es ist halt wie sehr lange Wartezeiten immer dazwischen. Und wenn man das im Server macht, dann tut man endlos immer wieder farmen. Man muss schon sehr weit im Spiel sein, damit man überhaupt die Rohstoffe genügend schnell bekommt. Und das macht es einfach fast unmöglich. Wir können gerne mal wirklich Survival dann noch ein Projekt machen, aber zuerst will ich mal wirklich wunderschöne Städte bauen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Projekt weniger hätte, vielleicht könnte ich dann noch ein zweites starten mit dem Modpack. Vielleicht, wenn es ein großes Update gibt, dann mal Survival spielen, aber ja, ich muss sehr viel. Lol, jetzt haben wir gerade gesehen, wie er teleportiert. Okay. Ja, da haben sie noch irgendwie komisch aus jetzt hier. Der ist sowieso gerade nicht so schön. Weg damit. Gut. Tun jetzt die Dorfbewohner hier. Oh, dort ist ein Block gesetzt worden. Schön ein fliegender Fichtennadelnblock. Genau, er setzt jetzt noch ein paar Blöcke hier, die hoffentlich nicht verschwinden. So. Und dann ist hoffentlich bald dieses Haus fertig. Das hat jetzt mega lange gedauert. Also, ja, ihr habt vielleicht, weiß nicht, 30% gesehen. Aber er hat mega lange hier alles durchgegraben. Der braucht es sehr, sehr lange. Jo, und hat immer wieder Blöcke irgendwo in diesem Hügel gebaut oder und abgebaut und so. Also, ich weiß gar nicht, wie das drinnen aussieht. Mal schauen. Wie sieht es drinnen aus? Hat es irgendwelche? Ja, er hat eine Höhle gebaut. Oh, eine Geheimhöhle. Wie das aussieht. Was sind diese blauen Teile hier? Was sind das? Kann es gar nicht lesen. Und das ist einer dieser blauen Blöcke. Da drüben haben wir. Die sehen einfach so nicht fertig aus. Schaut. Ja. Okay, das sind einzelne Blöcke. Aber hat er eine Riesenhöhle gebaut? Und hier drüben noch ein Block. Jo, hier hat er überall irgendwie. Oder sind das auch Steine? Kann das sein, dass das auch irgendwie. Oder einfach nur. Vielleicht hat er auch Minecraft. Ich hab's. Ja, okay, nicht so, aber so kleine Lücken, wo kein Stein ist, oder? Aber ja. So viel hat er sonst nicht gemacht, oder wir sehen es einfach nicht. Er hat ständig irgendwas drinnen gegraben. So, der erste, genau. Also, so viel mache ich das nicht mit F3 und F4 gleichzeitig drücken. Zum Beispiel auf unserem Server haben wir nur noch /GM 1, 2, 3, 4. Für diese Auswahlrichtung, oder? Okay, Survival ist ja da auf der 2 und das ist eigentlich die 0. Hat es dann keinen 4? Game 4? Ich glaube, es hat keinen Game 4. Ja, du lachst wegen dem, hä? Du lachst, weil wir cheaten können. Kannst du auch cheaten? Ja, du kannst ja teleportieren. Hey, Cheater. Nicht so lachen. Aber ich höre es nicht so gut. Vor allem kann ich es da nicht übersetzt, was er genau sagte. Also. Falls ihr ein gutes Gehör habt, könnt ihr gerne mal sagen, was er gesagt hat vorher. Er hat sich auf irgendwas gefreut. Auf jeden Fall. Aber es ist cool, dass die reden. Nur es ist sehr undeutlich. Ein bisschen zu leise. Ich habe, glaube ich, leiser als ihr. Um meine Ohren ein bisschen zu schonen wegen dem Stress, oder? Ja, die Vögel höre ich, ja. Kann noch mehr spawnen. In die Hütte gehört ein Vogel. Auf die Bank. Oh, er pfeift sofort. Cool. Und wie heißen die? Blue Jay.
blauer Spaß. Ah, Joy heißt Spaß, glaube ich. Ja. Ah, Jay ist wahrscheinlich so ein Name. Okay, es wird, also ich hab mir gedacht, es gibt Holzzäune, aber ich dachte aus Stützen, weil hier ja auch also ein Hoch war. Aber schön, schön, schön. Bleibt der Vogel hier? Nein, er ist irgendwie. Oh, da ist der Vogel. Cool. Gehen die extra zu Bäumen meistens oder so? Nee. Aber sonst sehe ich die immer auf Bäumen oder unter Bäumen. Ist eine gute KI. Die machen wenigstens etwas. Von welchem Mod? Naturalist? Okay. Kenne ich nicht. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich das, glaube ich, in einem Modpack hatte. Aber es gibt, glaube ich, gute Tiere. Also, Natur. Was gibt's denn? Es gibt Schnecken. Es gibt Braunbären. Es gibt Schmetterlinge. Es gibt wie heißen sie? Glühwürmchen, genau. Es gibt Schlangen. Es gibt Krallenschlangen. Es gibt Rasselschlangen, es gibt Hirsche, es gibt eben diese Vögel, es gibt Kardinale, auch Vögel, sie sind wahrscheinlich rot. Können wir einen spawnen dann? Kanarienvogel gibt es auch. Es gibt einen Robin. Robin ist vielleicht auch ein Vogel. Finch tönt irgendwie so wie Fink oder so. Sparrow ist der Rabe. Und Caterpillar ist die Raupe. Dann haben wir ein Nashorn, ein Löwe, ein Elefant, ein Zebra, eine Giraffe, ein Flusspferd. Vulture ist, glaube ich, der Geier oder so. Könnte es sein, irgendwas weiß nicht. Und dann haben wir noch die Wildsau, die Drachenfliege. Das ist wahrscheinlich Schmetterling. Der Katzenfisch. Den Alligator, den Bass, das ist auch ein Fisch, ein Hecht oder so. Nein, das ist wahrscheinlich irgendwie so eine Forelle. Dann haben wir noch einen Salamander, oh nein, eine Eidechse, eine Schildkröte und eine Ente. Okay, cool, geiler Mod. Also die Katzenschwanz, die heißen, glaube ich, Rohrkolben. Genau, oh nein, ich wollte noch kurz schauen. Kardinal, gell? Also, wo ist der Kardinal? Das ist doch auch ein Bischof, ein größerer Bischof oder so. Kardinal. Ich will einen Kardinal. Einen Kardinal auf der Bank. Oh, ganz rot. Ist das ein Rotkirchen? Nein, das hat nur ein rotes Kirchen. Das glaube ich braun-rotkirchen, oder? Was haben die für eine andere Farbe? Weiß? Nein. Oh, wie schön. Rot und blau. Ein Liebespaar. Ja, und jetzt frage ich mich, wo ist er jetzt wieder? Ah, ist wieder dort. Was hat er wieder für ein Problem? Ja, ich baue ein Haus. Jetzt warte doch, wir sind noch nicht so weit. Bruchstein und Kies. Bruchstein haben wir hier. Kies suche ich gleich direkt. So, nimm du das Zeugs da. Das ist viel zu viel Material. Bau doch nicht immer so schön. Das erste Mal, dass ich nicht will, dass jemand schön baut. Sonst, ich finde es immer fantastisch, was ihr und auch die Mods so bauen können. Natürlich, weil ich habe ja schon in mehreren Rollenspielprojekten mitgemacht und das sah vor allem dort immer so mega schön aus. Wisst ihr noch an dem Server, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, wo ich auf einem Dschungelhügel gewohnt habe? Ja, leider war das dann ein bisschen zu viel Regeln dort. Es war sehr mühsam, die ganze Zeit meine Items zu kontrollieren und die Rüstung auszuziehen ständig und so. Ich war ja ein Krieger, ein Dschungelkämpfer. Ja, Rollenspiel-Server sollten nicht zu viele Regeln haben, das macht uns ein bisschen kaputt. Was ist denn dort drüben? Wieso baust du hier drüben nicht weit? Das sieht doch ein bisschen
langweilig noch aus. Das wird sicher in Stufe 2 dann noch besser sein. Aber wisst ihr, wie lange ich jetzt dann noch das neue Rathaus höher setzen, wie ich dann lange warten muss? Boah. Weil er muss ja den ganzen Hügel zuerst bauen und ja. Okay. Ist ein bisschen fail, oder? Also wir wussten es nicht, dass er halt so weit oben den Steinerding hat. Den Tisch. Den, ja. Diesen Tisch. Wie heißen denn die Tische von Inkan? Sind halt einfach irgendwelche. Ja, es steht halt nicht. Nein, nicht dort, wenn ich dort unten. Nein, nicht dort. Weg damit. Mine. Kolo. Ja, jetzt. Okay. Gut. Wie heißen die Tische? Sind einfach nur Gebäude. Okay, nenne ich sie einfach Gebäude. So. Oh, Milchbrötchen. Cool, die haben da sogar noch Features. So eine Heilung, Toastbrot-Heilung. Oh, beste Heilung. Besser als ein Trank. Antike Wälzer. Diese Kolonieflaggenbanner, haben die schon ein Bild? Oder braucht man das Bildtool dazu? Ich möchte mal kurz schauen, so ein Gebrauchsblöcke. Da. Ich will einfach mal schauen, ob das Banner irgendwo. Kolonieflaggenbanner. Ob das irgendwie eher ein Symbol hat? Eher irgendwie. Was hat die Carpenter Blocks? Sieht das wie ein Carpenter Block? Ah, ich liebte den Mod früher. Konnte man alles anpassen. Okay, jetzt ist es soweit, dass er hier endlich mal das baut. Ich glaube, er hat den Baum noch größer gemacht. Ja, der sieht auch ein bisschen komisch aus. Den machen wir dann noch ein bisschen schöner, gell? Oh, aber ich finde die Dächer auch immer so schön von diesem Mod. Richtig cool. Ach. Also ich freue mich auf wirklich coole neue Projekte, vor allem auf dem Rollenspiel, also auf dem Server, die Rollenspielwelt, also ja, die Storywelt, wo ihr wirklich ein Rollenspiel spielen könnt. Und so Sachen. Aber es wird eine harte Arbeit sein und da brauche ich natürlich sehr viele Ideen und so. Jo, wir haben einen Discord-Server, da könnt ihr alle Ideen natürlich auch gerne posten. So, ich möchte gerne, dass hier ein Baum ist und hier. So, machen wir hier auch noch einen, aber wir müssen ja dann noch das Haus hier bauen können. Jo. So, und jetzt hat er hier das Dach dann fertig. Ich habe immer die Angst, dass ich euch etwas nicht zeigen kann, wie gebaut wird. Aber es ist wirklich sehr angenehm und schön. Ja, ich habe gar noch nicht so viele Videos gesehen von diesem Mod. Ich habe ihn immer ein bisschen angetestet. Ich habe schon mal eine relativ große Stadt geschafft. Aber ich habe dann irgendwie mal keine Lust mehr gehabt. Weil ich auch, ich habe eine ganz große Ebene mit Worded-It gemacht. Und das sah so hässlich aus mit der Zeit. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das als Video gemacht habe. Ich glaube aber nicht. Weil ich wollte einfach unbedingt mal euch das zeigen und habe es dann einfach nicht geschafft, die Stadt fertig zu machen. Aber relativ früh habe ich ein Projekt gemacht und das, ja, war dann einfach irgendwann mal vorbei. Sogar im Survival-Modus war das. Und ja, es war einfach mal vorbei. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich glaube, es gab eine neue Version oder so und dann war irgendwas kaputt. Aber dort habe ich die große Stadt gemacht und nicht dort, wo ich dann die benutzt habe. Das war dann ein bisschen später. Ich glaube sogar ein bisschen länger später. Aber der Mod gibt es eben schon lange und er ist eigentlich immer als Hoffnung für Millionaires gewesen und Millionaires war ein cooler Stadt- oder Dorfbaumod eher. Wo einfach ein bisschen begrenzt war mit dem Viereck, also mit dem, ja, wie groß die Stadt werden konnte, war sehr gering. Also es gab nie eine Stadt,
Aber es gab viele Häuser in einem kleinen Umriss. Und das war auch ein bisschen automatischer, glaube ich. Also da musste man, glaube ich, gar nicht mal so viele Rohstoffe farmen, sondern man muss, glaube ich, dabei sein, ein bisschen Anweisungen geben, sonst nichts. War ein bisschen besser gelöst für den Survival-Modus. Aber wenn jemand weiß, wie ich den Millionaire's Mod auch wieder zum Laufen bringen kann oder wo ich ihn finde, jetzt habe ich gar nie gegoogelt oder so, aber ich weiß nur, dass er nicht mehr entwickelt wurde mal. Ob er noch entwickelt wurde, ich glaube ja, ich habe es mal gelesen oder so, aber ich habe es dann nie verwendet. Also Millionaire's, wenn jemand sich auskennt damit, gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich interessieren, ich würde ihn gerne wieder ein bisschen spielen, kurz oder ja, länger. Aber die Begrenzung war halt immer ein bisschen schlimm. Wahrscheinlich wegen den Chunks oder so. Keine Ahnung. Klar, ich wollte immer ein Dschungeldorf finden. Ich habe es nie geschafft. Ich habe elend lange gesucht, bis eins spawnt. Und eines habe ich, glaube ich, irgendwann mal in einem Let's Play oder so gefunden. Aber das war so an einem Berg. Und es hat ewig gedauert, den Berg dann zu entfernen. Ja, war schade. Cool. Das ist eine richtige Megatanne, Megafichte. Ja, sogar ein bisschen besser sogar. Ja, und hier müssen wir leider ein bisschen noch improvisieren. Ich denke, so ist schön. Ja, hier noch. Ich glaube, das passt so. Also hier müsste es noch eins weitergehen. Ich denke, so ist schön genug. Ah, es passt hier nicht so. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich hier wegmachen muss. Das hier und das hier. Ja, das hier weg. So sieht schön aus. Ist, glaube ich, richtig. Okay. Und hier oben machen wir doch auch ein bisschen mehr noch. Ja. Wunderschön. Ah, da haben wir noch ein paar. Ja, ziemlich schön. Und jetzt lenke ich wieder ein bisschen ab vom Bauen. So. So. Aha, er ist fertig hier. Und jetzt macht er noch irgendwas anderes. Also jetzt müsste er eigentlich wieder zurückgehen, hat er oben erreicht. Ja, so kommst du nicht hoch, genau. Geht auch. Okay, jetzt haben wir schon 33 Minuten, aber ich denke, jo, es ist jetzt fertig, er macht jetzt nichts mehr. Vielleicht macht er noch eine Flagge oder so, aber er muss jetzt gerade irgendwo hochkommen. Wieso ist hier so schräg das Fenster? Ja, ich weiß nicht, was er jetzt genau macht. Vielleicht plant oder misst er noch etwas ab. Ah, er platziert hier noch Blöcke. Vielleicht macht er ja trotzdem noch den Baum dort hinten. Aber wieso macht er jetzt unten wieder Blöcke? Ich dachte, er geht von unten nach oben und ist jetzt oben angelangt. Ja, vielleicht macht der Modder einfach noch ein paar Justierungen dann später, damit er nicht irgendwo in der Mitte oder so beginnen muss, einfach am Ende nochmal. Und ja, dann noch irgendwelche Verbesserungen einfach am Schluss gemacht. Genau. Aber es sieht so aus, als würde jetzt wirklich nochmals die Layer nach oben gehen und dann die, ja, weiteren Punkte nochmals macht. Aber ich weiß nicht, wo, wenn er irgendwas setzt, wo es ist. Sieht so aus, als würde es irgendwo innen drinnen sein, im Hügel. Aber gut, machen wir doch nochmal den nächsten Part dann. Jo. Gut. Tschüss.